Morgen, meine Lieben. Heute geht es um ein Taschen-Unboxing der Firma Lumilio aus Österreich. Ich liebe Regenbogen und hier könnt ihr die schönsten Farben sehen, je nach Lichteinfall. Wovon ich spreche, zeige ich euch jetzt. Tja, und wie verhext habt ihr jetzt? Einfach nur durch das Kameralicht meines Handys ein irrsinniges Erlebnis. Das gleiche natürlich auch bei dieser Kosmetiktasche. Schaut euch das an. Egal wie ich das jetzt bewege, seht ihr es in unterschiedlichen Farbnuancen und eigentlich im Bürolicht oder wenn es bewölkt ist. Dann ist es einfach nur Anthrazit, total unscheinbar. Und jetzt nehme ich euch näher ran, denn ich möchte euch zeigen, warum ich so begeistert bin von diesen Taschen. Denn nicht nur das Aussehen, sondern auch die Qualität haben mich komplett überzeugt. So, nun habe ich mich ein bisschen anders positioniert. Ich sitze jetzt auf der Besucherseite, auf der Kundenseite rechts außen. Und habe jetzt nur meine Studioleuchte. Hier ist die Studioleuchte. Die alleine gibt schon einen Regenbogeneffekt, einen sehr feinen. Wie sieht es denn aus, wenn ich den manuellen Helligkeitsfaktor im Handy erhöhe? Bäm. Das sieht man schon deutlicher. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich jetzt den Blitz, also mein Handylicht einschalte? Das ist der Oberkracher, oder? Jetzt zeige ich euch die Vorzüge dieser beiden Taschen, denn nicht nur dieses Aussehen dieser Taschen, sondern auch die Wandelbarkeit. Schaut euch das jetzt mal an, wenn ich nur die Tasche bewege. Das verändert in jeder Position die Farben. Das ist was richtig, richtig Cooles. Und jetzt sehen wir uns auf der anderen Seite. Und dann zeige ich euch die Taschen im Detail. So, und jetzt sind wir wieder an meinem normalen Arbeitsplatz und ich möchte euch jetzt wirklich zeigen, die Details nochmal in groß. Das ist wirklich, also ich bin geflasht, seitdem ich die Sachen bekommen habe, weil, guckt euch das an, das ist jedes Mal irgendwie anders. Ja, ich mache jetzt natürlich auch noch mal kurz das Licht aus und zeige euch, wie die Schätze zu mir kommen. Und zwar sehen die so aus. Ihr packt es aus. Ich habe jetzt normales Tageslicht, das seitlich durchs Fenster reinkommt, aber eben nicht auf die Tischplatte. Und deswegen, so sieht es aus. Und dann experimentiert man und macht unterschiedliche Lichter am Handy an, um zu gucken, was funktioniert nicht. Und dann mache ich einfach nur den Blitz an und bin überwältigt. Ich bin wirklich seit 2 Tagen nur noch mit diesen beiden Taschen unterwegs. Ich habe, ich weiß nicht, 10, 12 Leute bereits schon infiziert. Ich kann leider nichts dafür. Die sind alle irgendwie ein bisschen schräg in meiner Umgebung. Ich möchte euch jetzt die Taschen wirklich näher zeigen. Also das Erste, was einem wirklich vor die Linse kommt, ist, wie schaut es hier aus? Das sind Dreiecke, die sind schön weich und glatt. Und dann merkt man, dass hier innen eine Art Netz sich befindet, ein Netzgewebestoff, damit sich das natürlich auch schön bewegen kann. Es muss ja auch innerlich bewegbar sein und nicht nur äußerlich. Und dann eben diese Bodenfalte.
damit man, ich werde euch jetzt mal die Tasche entfernen, ich brauche ein bisschen Platz, einfach nur innen drin runterdrücken, dann stellt ihr das gute Stück hin und könnt das befüllen und habt beide Hände frei. Das war für mich schon mal vom Verpacken, vom Auspacken, vom ersten Eindruck her, vom Anfassen her wirklich was ganz anderes und richtig schön. Und dann habe ich natürlich gedacht, gut, jetzt gucke ich mir das Ganze genauer an. Und das Erste, was ich dann mache, ist, ich schaue mir wirklich jede Spur dazwischen an. Kann man irgendwo was Geklebtes erkennen? Ist es sauber vernäht? Hat man irgendwo ein Knötchen? Löst sich vielleicht schon irgendwas? Nein, da ist nichts. Reißverschluss. Reißverschluss habe ich super genau unter die Lupe genommen. Ich bin kurzsichtig, also auf die Nähe sehe ich wirklich alles. Mit der richtigen Brille. Ich habe das wirklich komplett angeguckt von außen und vor allem, wie ist es hier innen drin vernäht? Und es ist wirklich richtig genial verarbeitet. Dann schaut man so rein und denkt sich, wow, was ist das denn? Hier ist ein Nylonbändel dran. Das heißt, wenn ich jetzt hier drin, ich nehme mal einfach an, ich möchte da mein Handy reinstopfen, vielleicht noch ein bisschen Kosmetik rein, möchte mir einen Kaffee kaufen, habe aber sonst keine Hand mehr frei zum Bezahlen und Festhalten und kann das Ganze einfach mal geschwind an mein Handgelenk machen. Dieses Nylonband ist gefühlt vierfach gelegt, also es ist sehr, eigentlich schon sehr dick gemacht, dadurch natürlich immens stabiler. Und auch das habe ich mir natürlich ganz genau angeschaut, wie sich das hier drin verarbeiten ließ. Also das ist wirklich toll gemacht. Bei einer Tasche ist mir auch immer wichtig, wenn ich einen Reißverschluss habe und der ordentlich verarbeitet ist, hakt der? Er hakt überhaupt nicht. Das hat mich richtig überzeugt. Wow. Ja, dann geht's an meine Handtasche. Auch die Handtasche kam flach zusammengelegt. Und ihr seht jetzt auch hier, egal wie ich sie drehe und wende, sie sieht immer anders aus. Hier genau das Gleiche. Also sie ist gefüllt. Ich habe alles noch drin, was ich heute früh mitgenommen habe. Ich bin wirklich jedes Stück durchgegangen, habe mir auch nochmal die Bodenfalte angeguckt. Aber es ist nichts schlecht verarbeitet. Und dann habe ich gemerkt beim Auspacken, dass da sogar noch ein Umhängeriemen dabei ist. Das finde ich mega. Das heißt, jemand, der jetzt nicht unbedingt ein Handhenkel möchte, kann sich ohne Probleme hier diesen Riemen befestigen. Und jetzt schauen wir uns das gemeinsam einfach mal genauer an. Es ist wirklich ordentlich vernäht. Ich hatte nichts zum Aussetzen gefunden. Und auch hier beobachtet jetzt mal das Spektrum. Ich bin echt sprachlos. Also es ist wirklich, ich liebe es. Und auch hier diese Anschlüsse sind mega verarbeitet. Also das ist mal richtig toll, richtig wertig. Und ich habe mir das wirklich ganz genau angeschaut. Auch die Seite, es ist nichts Ausgefranstes. Richtig genial. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Umhänge-Fan, aber ich finde toll, dass man einfach eine Alternative bei dieser Tasche hat. Die Tasche und das Kosmetiktäschchen werde ich euch unten in der Infobox unter dem Video nochmal extra verlinken, dass ihr genau das Richtige auch wiederfindet. Ja, auch hier bei der Tasche habe ich mir zuallererst angeschaut, wie sieht's denn hier aus? Das ist Metall, es ist kein Plastik. Wie ist die Verarbeitung hier? Ist es geklebt?
Also, auch hier auf dieser Seite sind die Nähte äußerst präzise und keine Verklebungen. Und egal wie ich das bewege, auch hier habt ihr dieses Spektrum der Farben vorne und hinten. Also, das ist richtig geil. Ich bin so geflasht. So, dann habt ihr hier natürlich die Halterungen für euren Umhängeriemen und auch die sind super stabil. Auch hier wieder alles ordentlich ran vernäht. Das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Ja, dann habe ich gesehen, wow, hier hat sogar einen Magnetverschluss. Beim Aufmachen des Geräusch, der ist auch ziemlich kräftig. Das finde ich jetzt zum Beispiel wow. Wichtig war mir natürlich, einen Reißverschluss zu haben. Und der ist aus Metall. Für eure, wo haben wir es denn? Ich muss erst mal gucken, falsche Richtung. Genau. Für eure Glücksbringer oder Teddybärchen könnt ihr hier auch, hier sieht man es, an diesem Haken eure Glücksbringer befestigen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann habe ich gesehen, wow, der Reißverschluss hat eine Lasche, die weiter nach oben geht. Also wie gesagt, das ist ja jetzt zu. Jetzt machen wir das ganze Schätzle mal auf. Und jetzt horcht mal. Es ist wirklich hochwertig verarbeitet. Warum ich das mag mit diesem Reißverschluss-Schnäuzle, ist ganz einfach. Ihr macht es ganz auf und habt dadurch die Möglichkeit, eure Tasche wirklich weit aufzumachen. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, was habe ich hier alles drin. Ich habe hier eine etwas größere Seitentasche und da habe ich Handcreme und Taschentücher drin. Diese Seitentasche, da passt meine Hand super rein und ist viel Platz. Hier daneben ist noch eine kleinere Seitentasche, da passt meine Hand gerade so rein. Dann habe ich hier drin meinen Terminkalender in klein, meinen Terminkalender in groß. Meine Zauberkugel ist drin. Dann haben wir auf der anderen Seite eine Reißverschluss. Tasche. Und auch hier mega. Also wirklich hochwertig gearbeitet. Hier habe ich meinen Geldbeutel drin. Und Platz habt ihr hier ohne Ende. Und das ist wirklich toll, weil ich habe sonst immer ja eher das Problem, dass bei vielen Taschen das eben nicht so gemacht ist. Und es ist auch hier drin wirklich super sauber gearbeitet. Und eine Bodenlasche habt ihr hier auch. Das seht ihr jetzt zwischen meinen Fingern, diesen Karton, eine Art Karton gefüttert. Und dann könnt ihr das ganz einfach ausbreiten, den Bodenkarton richtig hinlegen. Zack. Und könnt eure Tasche befüllen. Also für mich hat sich diese Lieferung wirklich echt gelohnt, weil ich bin echt sprachlos. Die Qualität und der Preis vor allem. So, meine Lieben, jetzt habt ihr diese Taschen wirklich ausgiebig mit anschauen dürfen. Wenn euch die Firma Lumilio interessiert, oder ihr wissen wollt, wo ihr diese Schätze bekommen könnt, dann schaut einfach unten in die Infobox rein. Da habe ich alles für euch verlinkt. Dort gibt es noch viele weitere Modelle. Also für wirklich jeden Geschmack ist was dabei, sogar Rucksäcke. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lasst. Habt ihr vielleicht auch schon so eine Tasche in der Hand gehabt? Wenn ja, wie sind denn eure Erfahrungen? Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.